nach der Bedeutung des Menschen in der Interaktion mit der Maschine, mit dem Computer, wird mit diesem Gesamtkunstwerk visualisiert. Die Fortentwicklung des Tiny House von 1967 zu heute macht zudem die Dynamik selbst vermeintlich stabiler Wirklichkeiten wie derjenigen von Bauwerken zusätzlich sichtbar. Ein Computer hat nach Vorgaben Worte für ein Gedicht aneinandergereiht. Ein anderes Computerprogramm hat daraus einen Entwurf für ein Haus gefertigt. Nach außen wird die Illusion des Menschlichen erzeugt. Diesem Problem stehen wir Menschen in der automatisierten Welt von 2021 beständig gegenüber. Spricht mit uns ein Bot, wenn wir uns per Telefon beschweren wollen? Werden wir permanent durch unser Internetverhalten eingeordnet? Und erhalten wir Vertragskonditionen nur noch nach Gruppenmerkmalen, die eine künstliche Intelligenz über uns herausgefunden hat? Ist das ein Roboter oder ein echter Hund, der uns im dementen Zustand tröstet? Therapiert uns ein Arzt oder ist es eine automatisierte Telemedizin, die unseren Gesundheitszustand einschätzt? Ist für den Menschen überhaupt noch Platz, wenn die Maschine lenkt und denkt? Das sind Fragen, die auch von der Rechtswissenschaft in der Bewältigung der Digitalisierung angesprochen und mit den Mitteln des Rechts gelöst werden müssen. Dabei müssen die jeweiligen Kontexte ebenso beachtet werden wie die mittel- und langfristigen Folgen und auch die strukturellen Möglichkeiten des Menschen, sich selbst zu schützen und wehren zu können. Wir können nicht erkennen, warum uns ein bestimmter Preis im Internet angeboten oder eine Wohnung nicht vermietet wird. Die dahinterstehende Aufbereitung von Daten in Sekundenschnelle nach fremden, in Algorithmen niedergeschriebenen Wertvorstellungen durch Computer und künstliche Intelligenz können wir nicht nachvollziehen und nicht begreifen. Daher brauchen wir das Recht, um dies zu übernehmen. Und wir brauchen das Recht, um solche technischen Entwicklungen zu formen, dass sie dem Menschen dienen. Das Tiny House of Dust ist weder 1967 noch heute verzweiflungsvoll hinsichtlich der Mensch-Maschine-Interaktion. Dem Ausgangsgedicht fehlt das Attribut menschlicher Kreativität. Das Gedicht wird erst gewichtig, wenn wir uns den wirklichen Autor, die Maschine, wissen. Das daraus hervorgegangene Haus, sowohl von 1967 als auch von heute, erhält seine Bedeutung erst durch die Menschen. Sie nutzen es. Sie geben ihm Funktion und Sinn. Eine solche unbeschwerte Nutzung setzt aber voraus, dass wir um die Beteiligung der Maschine wissen, dass Verantwortung für deren Tun und deren Ergebnisse besteht. Diese Zuschreibung und Ausgestaltung von Pflichten ist eine der zentralen rechtlichen Aufgaben. Die Maschine wird im Verborgenen tätig, aber der Mensch steht für das Ergebnis ein. Im Falle des Tiny House of Dust, Alison Knowles.